Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Borussia Dortmund, Leute. Weiter geht es. Wir haben noch 2 Tage anstehen. Dann steht das Spiel gegen Barcelona an. Und 3 Tage später steht das Spiel gegen Bayern an. Hä, wer fehlt denn jetzt? Hä? What? Wer fehlt hier gerade? Ich habe keine Ahnung, warum. Hat sich einer verletzt? Hä? Aber wir haben gar keine Nachricht bekommen. Also das ist gerade komisch. Wir können mal diesen Lotcheck trainieren hier. Wie immer, falls du nicht abonniert hast, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, wisst Bescheid. Ich würde mich sehr freuen. Macht wie man die 1 Milliarde Likes voll hat. Nur Deutsch geht hoch, Folgen verbessert sich auch. Und checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts. Pullover gibt es in orange, in rot, in grün und in blau, Leute. In den 4 Farben, ihr wisst es. Checkt aus, die neuen Nice Designs. Viele weitere Designs auch. Andere Sachen wie Kissen, Tassen, Turmbeutel, Nice LED-Lampen immer am Start. Handyhüllen in den 4 Farben. Orange, blau und grün. Checkt sie immer aus. Ihr wisst es. Gratis. Autokomplett. Gibt's auch noch dazu, Leute. Ich würde mich freuen. Checkt's gerne aus. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Also einer muss sich jetzt verletzt haben. Das wurde uns aber noch nicht angezeigt in den Nachrichten. Dann glaube ich, wird jetzt eine Nachricht kommen. Trainingsverletzung. Nee, hä? Wer ist denn da rausgefallen? Das kann doch gar nicht sein. Hä, warte mal. Ich weiß aber jetzt nicht, wer da noch mit drin war. Das macht gar keinen Sinn. Der ist ja einfach weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wer ist da? Der ist einfach abgehauen, glaube ich. Irgendein Spieler ist uns abgehauen. Ich weiß zwar nicht, wer. Aber nun gut. Was soll's? Wir gehen in die Pressekonferenz. Für ein Spiel. Ach, scheiße, jetzt haben wir wieder die B11 am Start. Oh Mann, jetzt werden die uns wahrscheinlich gleich wieder fragen, warum wir mit der B11 spielen, gefühlt. Ich hab's wieder vergessen zu wechseln, alter Mann. Hummels, war zuletzt gut drauf. Wird er heute nicht spielen? Rotation ist wichtig, das meine ich. Die denken jetzt, wir spielen mit der B11. Warum kann ich denn jetzt hier nicht sagen, nein, Hummels wird spielen? Ich kann jetzt nur 3 Sachen auswählen, dass er nicht spielt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht persönlich gemeint. Ist sehr glücklich dadurch. WTF. Das macht den auf einmal sehr glücklich. Macht gar keinen Sinn, aber gut. Letzten Duell stand zum Ende 2-2. Wie gehen Sie das Spiel diesmal an? Wir müssen besser spielen. Wir konzentrieren uns auf die Abwehr. Wir geben alles. Let's go. Boah, Hummels ist komplett glücklich. Das wird diesmal genauso sein. Ist natürlich ein Auswärtsspiel jetzt auch für uns. Ne? Die ganze Sache nicht leichter. Im letzten Spiel gab es einen deutlichen Sieg. Wird das die Moral von Barcelona beeinflussen? Achso, meinen die jetzt unseren Sieg? Oder den Sieg von Barca? Das ist eine gute Frage. Zahlenspielchen sind mir egal. Moral ist Teil einer Strategie. Die Jungs haben klassisch gespielt. Okay, dann würden, denke ich mal, meinen die eher uns. Wie viel haben wir gespielt gegen Wolfsburg? Ich habe 2-1 gewonnen oder so. Naja, so ein hoher Sieg war das jetzt nicht. Aber gut. Die Jungs haben klassisch gespielt. Let's go. Oh, unser Team ist sehr glücklich, Leute. Let's go, Mann. Digga, mit der Moral können wir jetzt nur gewinnen, Leute. Genau dieses Selbstbewusstsein. Ja, keine Ahnung, was da stand. Muss wahrscheinlich vorhanden sein, um so Spiele zu gewinnen. Hat er wahrscheinlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was genau da stand. Aber ungefähr so will er es wahrscheinlich formuliert haben. Okay, volle Moral, Leute. Ab geht's gegen Barca, Leute. Wir sind selber schuld, wie gesagt, dass wir so ein Spiel gegen Slavia Prag verloren haben. Deswegen habe ich ja gesagt, müssen wir jetzt gegen die großen Vereine Punkte holen. Fabian hat sich endlich verbessert. Ist auf 84 hoch. Hakimi hat sich auch verbessert. Ist auf 80 hoch von 79. Nice. Lewandowski holt sich Spieler des Monats Award im Oktober. Na gut, war zu erwarten, wenn man 9 Treffer hat. Nach 12 Spielen, 13 Spielen, keine Ahnung. Ab geht's, Leute. Let's go, come on. Ich wäre diesmal auch mit dem Unentschieden sogar wieder zufrieden, ehrlich gesagt. Mit dem Unentschieden wäre ich wieder zufrieden. Sieg wäre natürlich optimal. Da haben wir wieder unser 1-1. Okay, ich habe gerade noch gesagt, ich bin zufrieden mit dem Unentschieden. Trotzdem ärgere ich mich jetzt drüber, weil wir wieder geführt haben. Reus mit dem 1-0, Busquets verletzt sich im Griezmann, dann mit dem Ausgleich in der 57. Slavia Prag natürlich 3-1 verloren gegen Inter, das war klar. Das heißt, Inter ist jetzt auch an uns vorbei, ist das Problem. Scheiße, Mann, das ist natürlich jetzt echt blöd. Aber gut, wir spielen noch gegen Inter. Also das Spiel gegen Inter wird wegentscheidend sein, Leute. Das Spiel gegen Inter wird wegweisend sein. Weil wenn wir da verlieren, dann war es das mit uns. Dann wird es nur noch für den 3. Platz reichen. Wenn unentschieden da geholt wird, ist noch alles drin, weil dann Inter natürlich gegen Barca noch spielt und Barca hoffentlich gewinnen wird. Aber am besten müssen wir natürlich gegen Inter gewinnen, Digga. Weil dann haben wir es in der Hand gegen Slavia Prag. Im letzten Spiel haben wir natürlich dann die beste Möglichkeit, da Punkte zu holen. Also von daher, naja, wir werden sehen, Leute. Wir können ja jetzt leider nichts dran ändern. Sonst müssen wir uns das erste Mal überhaupt in der Karriere mit dem 3. Platz abgeben und dementsprechend mit der Europa League dann. Habe ich noch nie gehabt, ohne Scheiß.
So, Pressekonferenz vor dem Topspiel natürlich gegen Bayern, ist ja klar. Junge Hazard, Alter, der meldet sich wirklich alle zwei Minuten, ne? Ich denke drüber nach, Kollege. So, was haben wir jetzt hier noch am Start? National. Achso, ist schon wieder Länderspielpause danach, glaube ich. Okay, wie sieht's aus? Hier noch ein paar gute Spieler dabei, die wir vielleicht gebrauchen können. So einen wie den ZOM, den wir beim letzten Mal gescoutet haben, hätte ich nochmal gerne. Aber, na, der lohnt nicht. Der ist halt nur bis 55. Das lohnt sich dann ehrlich gesagt nicht so. Wir schauen nochmal weiter. Bei den Franzosen ist meistens immer ein guter dabei. Das sieht gut aus, aber der hat auch nur bis 59. Wir warten da eigentlich immer ab. Wenn Potenzial bis 94 ist, gut. Aber dann muss das Gesamtrating auch bis 60 sein. Hier wenigstens 61, aber 45. Ja, der fängt bei 45 an. Kann man eigentlich auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Aber wir geben ihm die Chance, Leute. Und der letzte ist der Brasilianer, genau. Mal gucken, was der noch so dabei hat. Da haben wir auch einen guten Torhüter, das ist nicht schlecht. Obwohl Brasilien natürlich gute Torhüter hat, also es wird schwer auf jeden Fall. So, mit dem hier die Chance. Komm, nehmen dem die Chance. Ah, der wird wahrscheinlich... Wir geben dem erstmal die Chance, den werden wir wahrscheinlich aussortieren. Von daher, mal gucken. Aber der wird wahrscheinlich aussortiert werden. So, also wieder kein mega krasses Talent jetzt, ehrlich gesagt, dabei gewesen, aber naja, wir müssen uns zufrieden gehen. Noch stehen wir auf Platz 1. Bayern kann allerdings mit dem Sieg uns einholen, dann haben die genau dieselbe Punktzahl wie wir. Und Frankfurt und Hoffenheim auch mit gleicher Punktzahl wie wir. Das ist krass, dass Bayern so schwächelt, ne? Muss man sagen. Mal gucken, ich hoffe, das wird auch hier thematisiert auf der Pressekonferenz, dass Bayern so schwächelt. Das wird die Moral dann nochmal ein bisschen von Bayern runterziehen, hoffentlich. Upamecano war zuletzt gut drauf, wird er heute nicht spielen. Nein. Er hat doch letztes Spiel auch eigentlich gespielt. Aber kann sein, dass er gut drauf war. Ist nicht persönlich gemeint, Upamecano, tut mir leid. Aber heute würde er nicht spielen, leider. So, bislang konnte sich sie noch niemand besiegen. Hoffen Sie, dass diese niederlagenlose Serie, was ist das für ein Wort? Niederlagenlose Serie. Aber es stimmt, ich glaube, wir haben seit 5-6 Spielen nicht gewonnen. Zahlenspielchen interessieren mich nicht. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Wir sind zuversichtlich. Aber das zum Beispiel jetzt hier wieder, das ist eigentlich wieder eine sehr, sehr arrogante Antwort. Die will ich jetzt eigentlich nicht geben. Deswegen, das könnte die Moral wieder ein bisschen runterziehen. Deswegen machen wir Zahlenspielchen interessieren mich nicht. Let's go, da geht die Moral nochmal hoch. Wir wollen uns nicht zu viel Druck aufs nächste Spiel hier machen. Angesichts der Form ist jetzt eine Bundesliga-Meisterschaft zu holen, aber die Mannschaft ist auch stark genug, um diese Leistung weiter zu zeigen. Aber natürlich, hoffentlich ziehen alle mit, versuchen müssen wir es. Wir sind nach wie vor gut drauf, versuchen müssen wir es, Leute. Sehr glücklich, unser Team, Alter, nice. Teammoral ist wieder sehr glücklich, nicht ganz voll, aber ist in Ordnung, Leute. Und wie gesagt, wir haben, glaube ich, echt seit, keine Ahnung, 5-6 Spielen, glaube ich, hintereinander nicht verloren. Viele Unentschieden, muss man sagen, auch dabei gewesen. Aber nicht verloren. Hier ist auch kein Top-Torjäger von uns dabei. Ne? Wir machen auch immer relativ wenig Tore. Und wenn, dann ist auch eigentlich immer relativ ausgeglichen. Alter, es hat nicht mal einer von uns 4 Treffer. Was ist da los? Wer hat die meisten von uns? Havertz mit 4, Reus mit 3. Okay, Havertz hat 4, aber der wird da jetzt nicht angezeigt. Havertz hat einfach die meisten Treffer. Wo ist Jovic? Jovic irgendwie gefällt mir noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Saisontore der hat. Vielleicht 2 oder so. So, ab geht's gegen Bayern. Come on. 2-1 gewonnen, Alter. Jovic, du Maschine. Gerade noch drüber gesprochen. Da ist er, Leute. Da ist er doch. Oh, Lewandowski in der ersten Minute Elfer verschossen. Jovic 2 Minuten später mit dem 1-0. Wieder ein Elfer. Alter, die kriegen 2 Elfer. Was ist da los in der Defensive? Und Jovic dann der 84. mit der Entscheidung, Alter. Geil. Die haben Fiete Arp eingewechselt. Wen haben die sich geholt? Volland haben die sich geholt. Hernandez, sonst noch. Ne, das war's. Nice, Alter. 2-1 gewonnen. Wichtiger Sieg. Und dann macht Jovic seine 2 Tore, Alter. Wo ich gerade noch gesagt habe, Jovic, Junge Hazard, Alter. Was ist mit dir? Alter, der nervt mich wirklich. Junge, 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 Rotation ist wichtig. Ey, wir verkaufen ihn sofort in der Winterpause, ne? Der meldet sich nach jedem Spiel, dass er spielen will. Junge, Hoffenheim auch wieder gewonnen. Hoffenheim gleiche Punktzahl wie wir. Wollen natürlich schauen, dass wir die Herbstmeisterschaft klar machen können. Greenwood geht hoch auf 69. Hudson-Odoi wieder ein Stückchen verbessert. Alle anderen leider nicht. Aber okay, geht in Ordnung. So, steht jetzt... Ah, jetzt ist Länderspielpause wieder, ne? Mich nervt das langsam, dass wir immer noch kein Nationaltrainer sind. Ja, was machen wir jetzt, Leute? Wir haben ja noch das Angebot. Wo ist es? Hier, Jobangebote, Nationaljobangebote. Wir haben ja noch das... Bis wann müssen wir uns melden? Bis 20. Dezember. Wie lange haben wir denn noch Zeit bis zum 20. Dezember? Wir haben gerade November. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir diese Länderspielpause nochmal aus und
oh, es geht gegen Bremen im Pokal. Danach müssen wir uns ja eh melden, Leute. Danach müssen wir uns dann melden und wenn wir kein besseres Angebot bekommen, dann werden wir erstmal Spaniens Nationaltrainer. Ah, gegen Bremen ist okay. Regensburg wäre natürlich nice gewesen. Die spielen gegen Paderborn, gegen wen spielt Bayern, gegen Union Berlin. Da sind wir schon durch. Leverkusen gegen Mainz. Na gut, ist okay, man. Bremen geht klar. Obwohl im Pokal ist Bremen auch letztes Jahr, Dortmund ist letztes Jahr in Bremen ausgeschieden im Pokal. Okay, also, dann werden wir jetzt diese Länderspielpause leider, wohl oder übel, auch wenn ich es eigentlich immer schade finde, erstmal ohne Nationalmannschaft. Aber meistens kommt ein Angebot in der Länderspielpause. Mal gucken, ob jetzt auch eins kommt. Da haben wir doch eine Nachricht, bitte. Jawohl, Alter. Von Belgien. Oh, Belgien ist auch interessant. Oh, Belgien ist auch echt interessant, Mann. Boah, dann würde ich, glaube ich, sogar eher auf Belgien tendieren, oder? Weil Belgien ist auch so eine Nation, da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Die haben junge Spieler. Und Spanien-Nationaltrainer wollen wir auch bei Real werden. Und das passt einfach besser. Dann würde ich sagen, wenn kein besseres Angebot reinkommt, wenn Argentinien nicht reinkommt, wenn Brasilien nicht reinkommt, werden wir, glaube ich, Belgien-Trainer. Bis zum 17. Januar müssen wir uns melden. Okay, ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, was ihr meint, ob dann lieber Belgien oder Spanien. Aber ich würde dann eher auf Belgien gehen, weil da haben wir, wie gesagt, auch noch eine Nation, wo wir ein bisschen was zu tun haben, wo wir junge Spieler haben. Das ist eigentlich geil, Mann. Das ist vergleichbar mit Dortmund, muss man sagen. Das ist vergleichbar mit Dortmund. Warum ist Jovic nie mit der Nationalmannschaft weg, ey? Das macht gar keinen Sinn. Wahrscheinlich nehmen wir Tonali mit ins Training. Er spielt ja relativ wenig und trainieren wir auch relativ selten. Deswegen, zack, kommt er mal hier mit ins Training. Upamecano, Foden und Greenwood gehen wir ein Stück hoch. Sehr nice. So muss das sein. Das war's aber dann erstmal von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr wisst es. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht die 1 Milliarde Likes wie immer voll. Checkt mal den Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts. Pullover gibt's in rot, in orange, in grün und in Blau, Leute, in den 4 Farben. Ihr wisst Bescheid. Viele weitere Designs in diesen 4 Farben erhältlich. Und andere Sachen, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampes am Start. Handyhüllen gibt es auch noch in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt es gerne aus, wenn ihr Lust habt. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.